In diesem Video möchte ich euch einen Trick zeigen, wie unendlich Zombies spawnen. Und damit könnt ihr dann eure Waffen schnell leveln oder auch die Tarnungen für eure Waffen freispielen. Vorher möchte ich mich nochmal bei allen für den zahlreichen Support in meinem Livestream bedanken. Und falls dieses Video wieder 100 Likes erreicht, starte ich noch einen Giveaway Livestream, wo ich alle 6 neuen Baupläne droppen werde. Kommen wir aber jetzt zum Video. Ihr braucht hier diese Durchhalten-Mission. Das ist die Mission mit dem Satelliten drauf. Dann geht ihr zur markierten Stelle, aktiviert das PNG und hier gibt es jetzt so eine Grenze, Leute. Und ihr müsst hier rein und raus gehen. Das macht ihr ungefähr, bis ihr so über 10% seid. Ihr geht rein und raus und triggert damit immer wieder halt die Mission, dass sie eingeschaltet wird. Und das macht ihr so bis 10%, also über 10%, 15, 13. Und wenn ihr das dann gemacht habt, dann geht ihr komplett hier raus aus der Zone und dann werden durchgehend Zombies spawnen. Ich mache das jetzt noch ein paar Mal zur Sicherheit. Und dann gehe ich raus und jetzt werden durchgehend Zombies spawnen. Auch wenn die Analyse bei 0% ist, kommen hier durchgehend Zombies. Und damit könnt ihr halt dann easy eure Tarnungen freischalten, weil ihr könnt hier halt extrem viele Zombie-Kills machen oder eure Waffen leveln. Natürlich könnt ihr auch schauen, von wo aus die Zombies kommen und denen schon mal entgegenlaufen, damit ihr die Kills noch schneller machen könnt. Bei mir ist zum Beispiel hier hinten der Spawnpunkt und hier kommt ihr dann am schnellsten, Leute. Falls ihr wieder in den PNG-Bereich reingehen solltet und die Analyse wieder startet, Leute, dann müsst ihr den Schritt von Anfang an wiederholen. Also, ihr müsst dann wieder hier rein, raus und dann draußen bleiben. Weil wenn ihr einmal reingeht und dann ganz normal wieder rausgeht, dann spawnen die Zombies nicht mehr bei 0%. Das war's dann auch schon mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst doch ein Like da und schreibt mir in die Kommentare. Und falls du noch kein Abo bei mir hast, kannst du das an dieser Stelle jetzt ändern und die Glocke aktivieren, damit du immer auf dem neuesten Stand bleibst. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao.